Lieber Christian, viele Jahre haben wir zusammen Eishockey verbracht. Zuerst als Mitspieler, Banknachbarn, dann mich als dein Trainer, Manager und am Schluss sogar Vorstand. Eine unglaubliche Zeit geht zu Ende und du hast es geschafft, eine Legende vom IV Fürsten eigentlich schon zu werden. Vielen Dank für die gute Zeit beim IV Fürsten und ich hoffe, bald bist du gleich Teil der offiziellen Organisation. Alles Gute, viel Erfolg. Thomas Zellhuber, ja. Ganz ein netter Hund, ein verrückter Hund. Hat einiges geleistet hier, auch aktuell noch, denke ich, einiges. Und Hanke Hirzelle für alles und wir sehen uns hoffentlich schnellstmöglich wieder. Servus, grüezi. Du hast den Sprung in einen wohlverdienten Eishockey-Ruhestand geschafft. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Du hast eine super Karriere hinter dir. Du warst ein Vorbild für deine Mitspieler und jeder hat dich respektiert. Ich bin 2004 nach Füssen gekommen und da haben wir uns erstmal kennengelernt, weil du auch gleichzeitig den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hast. Wir haben tolle und schöne Zeit gehabt, aber meiner Meinung nach war unsere Saison 2007-2008 das Highlight. Wir haben sogar in einem Block zusammengespielt. Danach warst du für ein paar Jahre weg. Als du zurück nach Füssen gekommen bist, mit der Neugründung vom EV Füssen, haben wir sogar 3 Aufstieg geschafft. Diese tolle und erfolgreiche Momente werden bei uns in Erinnerung bleiben. Es war mir eine Ehre, mit dir spielen zu dürfen. Liebe Krützi, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Bleib wie du bist. Du bist ein toller Mensch und für mich mittlerweile ein echter Freund geworden. Mach's gut, deine Blöd. Erik Nadeau, ja. Das ist, denke ich, mein absolutes Highlight in der ersten Mannschaft. Nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch. Und ich denke, er ist eigentlich hier die richtige Legende. Und ich habe Eric in meiner Zeit in der ersten Mannschaft am längsten zusammengespielt, denke ich. Und es war immer Wahnsinn, was er hier geleistet hat und jedes Jahr abgerufen hat. Sowohl als Mensch, als wie auch seiner Fitness. Hey Locke, ja, Glückwunsch auch von meiner Seite zu deiner Eishockey-Karriere. Kannst wirklich stolz sein auf alles, was du erreicht hast. Ich weiß auch noch gut, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Das war im Nachwuchs, da kam ich in die Kabine rein und dann standst du da oben ohne mit offener Jeans und deinen silbernen Lebensschuhen und hast dir gerade Schaum in die Locken gemacht und hast die durch die halbe Kabine geschleudert. Und ich dachte im ersten Moment, ey, was ist denn das für einer? Aber die Chemie, die hat vom ersten Moment an gestimmt und daraus ist eine jahrzehntelange Freundschaft entstanden und wir konnten uns immer aufeinander verlassen. Und das ist auch genau das, was dich im Eishockey auszeichnet hat, dass du immer ein brutal verlässlicher Spieler warst und auch gerade die Disziplin, was du hattest bei dir selber, ja, das war immer echt beeindruckend und ich glaube, da konnten viele was mitnehmen. Und ja, jetzt auch Respekt vor deiner Entscheidung aufzuhören. Ich denke, das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auch mit dem Kind und ich glaube, du kannst dich einfach nur freuen drauf. Genau, und ja, wir zwei haben auch schon eine Menge miteinander erlebt. Das bleibt aber besser unter uns. Und ja, da wird jetzt sicherlich noch einiges dazukommen. Also, wie gesagt, nochmal Glückwunsch von mir und bis die Tage. Ciao. Thomas Böck, ja, von mir eigentlich ein abartiger Kumpel. Wir haben auch schon einige Jahre zusammengespielt im Nachwuchs. Wir durften hier zusammenspielen in der ersten Mannschaft meines Erachtens 2 Jahre. Und es war auch eine schöne Zeit. Danke dir. Hey Porno, hör jetzt einmal zu. Ich wünsche dir alles Gute in deiner Eishockey-Rente. Schade, dass du aufhörst, wenn du früher so fit gewesen wärst wie heute. War eine geile Zeit, vom deutschen Jugendmeister bis hinauf in die erste Mannschaft. Viel Spaß mit deiner Familie und deinem Wurzeler. Mach's gut, wir sehen uns. Franz Josef Bader. Bin jetzt sehr schon mal sprachlos. Es war auch eine abartige Zeit. Nachwuchs mit ihm. Er hatte immer Sprüche,
auf Lager und in der ersten Mannschaft, müsste jetzt lügen, aber hatte ich ihn 5 Jahre lang, würde ich sagen. Wir hatten auch, glaube ich, dann im letzten Jahr zusammen in der ersten Mannschaft 2007, 2008, dann auch noch Riesenerfolg mit den Playoffs. War eine mega Zeit. Danke dir für alles. Servus, grüezi, hier ist der Blitzi, dein langjähriger Vereinskollege. Schade, dass du dich in den sportlichen Ruhestand begibst. Ich hätte gern noch die Jubiläumssaison mit dir zusammen auf dem Eis gestanden. Nichtsdestotrotz, deine Familie wird es dir danken, dass du endlich wieder mehr Zeit auch mit deinem Sohn verbringen kannst. Weiterhin wünsche ich dir privat nur das Beste und hoffentlich sehen wir uns des Öfteren im Stadion. Also, ciao, ciao. Blitzi, mein alter Nachbar. Ein Mordsfetzen, muss ich auch sagen, und über die Zeit jetzt auch ein richtiger Freund geworden. Immer nach einer Zeit neben dir und euch auch alles Gute. Vielen Dank. Servus, grüezi. Von einem Eishockey-Rentner zum anderen mittlerweile. Hab jetzt bisher Eishockey-Rentner. So kann dein Alltag im Sommer ausschauen. Anstatt Sommertraining musst du dann damit rechnen. Ziemlich kacke, gell? Lieber Sommertraining, oder? Spaß beiseite. 4 Jahre ERC Sonthofen gemeinsam gespielt. Davon 2-mal im Finale, ne, 3-mal im Finale. 1-mal im Halbfinale, 2 Meisterschaften, 1 Aufstieg. Sehr erfolgreiche Zeit, aber auch sehr witzige Zeit. Kabinenfeste, Meisterfeiern, Abschlussfahrten, die ganze Zeit, wo wir hatten, zusammen. Und meistens ist es ja auch so, wenn Teams erfolgreich sind, dann sind sie mehr als nur eine Mannschaft. Wir waren eigentlich gefühlt immer wie eine Familie. Und so hat sich das in den ganzen 4 Jahren angefühlt und so ist es auch geblieben. Immer wenn wir uns sehen, ist nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, ist dieses Gefühl eigentlich sofort wieder da, dass man mit dir spricht und zusammenkommt, den man also in- und auswendig eigentlich kennt oder meint zu kennen. Wie gesagt, viele witzige Zeiten. Für mich aber das Witzigste, was wir immer hatten, war eigentlich, was bei mir hängen geblieben, wenn wir die Auswärtsspiele in Waldkreiburg in der Stadiongaststätte beim Essen nach dem Spiel, da haben wir immer vermeintliche Verwandtschaft von dir getroffen, weil die Locken- und Haarpracht ziemlich gleich war. Und in einem Jahr, in einem Spiel war es der Onkel, in einem anderen Cousin, im anderen dann der Bruder. Und so hat sich das Jahre um Jahre immer wieder hochgezogen. Und an sowas erinnere ich mich ganz gerne. Es waren immer witzige Geschichten. Und wir wünschen dir, auch meine Familie, wir wünschen dir alles Gute für nach deiner Laufbahn. Genieß die Zeit mit deiner kleinen Familie. Lass es dir gut gehen. Hast du es verdient und bis bald einmal und dann können wir über alte Zeiten schnacken. Ciao. Rambam Blaha, auch ein Riesenmensch, muss ich sagen, ganz ein netter Kerl und auch überhaupt, die Zeit dauert immer schön, die 4 Jahre. Auch danke an alle in Sonthofen, das war eine mega Zeit. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder sehen. Ciao. Servus Loco, mein Freund. Jetzt ist bei dir auch soweit. Die Eishockey-freie Zeit beginnt. Servus Schlangerfuß. Ich wünsche dir alles Gute in deiner Eishockey-Welt. Es war uns immer eine Ehre, mit dir zusammen zu spielen. Auch wenn du beim Teamausflug ab und zu ein bisschen Probleme mit deinem Rafting-Paddle hattest, du hast immer 110% gegeben. Egal ob auf dem Eis, in der Kabine oder im Club. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Wie Berg oder Wermerland. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, egal ob auf irgendeinem Berg oder in irgendeinem Eisstall. In diesem Sinne, Prost auf dich, Prost aufs Bauchi. Ja, ihr zwei Verrückten, ja. Mit euch zwei hatte ich auch eine Hammerzeit. Wir haben hier gespielt, zusammen in Füssen und auch in Sonthofen. Es war mir auch immer eine Ehre mit euch zwei und jetzt seid ihr auch ziemlich verrückte Typen. Merci. Ja. E-Maschine, ihr habt gehört, du bist jetzt auch in einem Alter angekommen, wo du schon am Nagel hängst. Herzlich willkommen im Club. Wir haben viele Jahre zusammengespielt, es waren nicht so schöne Zeiten dabei, aber zum Glück waren die meisten Zeiten noch sehr erfolgreich und lustig.
wenn ich muss zurückdenke, auch außerhalb, Skiurlaube etc. Also dann Genuss mit dir, Dankeschön dafür. Jetzt genießt die neue gewonnene Freizeit mit deiner Familie. Liebe Grüße an alle. Bleibt gesund, genießt die Freizeit. Und was ich dir vor allem von ganzem Herzen wünsche, ist allzeit schönes Haar. Bis bald. Hau rein und mach's gut. Ciao, ciao. Björn Friedl, ja, auch ein richtiger Knaller. Der war nie richtig laut, aber immer einen Haufen Spaß gehabt mit dir. Und es war auch eine Hammerzeit im Eishockey mit dir. Danke dir, Björn. Ja, lieber Kritzi, jetzt ist es soweit. Die Schlittschuhe hängen am Nagel. Ich weiß noch damals unsere erste Begegnung im Apple, da warst du noch ein kleiner Italiener. Wir haben viele schöne Momente zusammen erlebt im Eishockey, egal ob Meisterfeiern oder was sonst noch dazugehört. Und ich möchte einfach dir sagen, dass ich dankbar bin, mit dir gespielt zu haben. Du bist ein super feiner Kerl und bleib so wie du bist. Sagst liebe Grüße an deine Familie und wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Marcel ist jetzt auch von mir ein richtiger Kumpel geworden über die Jahre. Wir haben einen Haufen zusammen erlebt, ob jetzt im Hockey, privat oder im Urlaub. Schöne Reisen erlebt zusammen. Danke dir, Marc. Euch auch alles Gute. Hey Hasefuß, Jaromir, Räuber Otzenplotz oder vielleicht doch Bob der Baumeister. Ja, jetzt bist du auch in der Eishockey-Rente angekommen. Ich denke an eine ganz tolle Zeit zurück. Nicht nur die Zeit, die wir in der Kabine und neben der Kabine hatten oder auf dem Eis oder auch in vielen Gesprächen oder denk auch gerne an unsere Bayerische Meisterschaft zurück. Ich weiß, dass unser Weg am Anfang ein bisschen holprig war. Da kann ich mich noch super gut daran erinnern. Das war vor, glaube ich, 15 oder 16 Jahren, ganz frisch in der Oberliga angekommen und eigentlich hatten wir gar keine Verbindung. Zwei waschechte Füssener, aber keinen Draht zueinander. Umso schöner, dass sich unsere Wege dann nochmal später gekreuzt haben und wir dann die letzten Jahre von uns jetzt quasi hernehmen konnten und gemeinsam spielen durften. Ich muss zugeben, ich habe dich immer sehr bewundert, sehe dich nach wie vor als großes Vorbild, weil ich finde, dass es die allerwenigsten Eishockey-Spieler gibt, die bloß ihren Körper fit halten, sondern ihren Körper fit halten, um gesund zu sein. Und das hat mich sehr inspiriert und finde es absolut bemerkenswert, mit welchem Elan, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Ehrgeiz du eigentlich in jedes Training, in jedes Spiel, in jede Situation gegangen bist. Und deswegen warst du immer ein sehr, sehr großes Vorbild von mir. Ich weiß, dass dein Ausstieg dir nicht leicht fällt, aber weiß, dass du zwei sehr gute Gründe hast, mit dem Eishockey aufzuhören. Mit deinem neuen Haus oder eurem neuen Haus und auch mit deiner Familie warten genug Herausforderungen auf dich. Jetzt wünsche ich dir alles Gute für deine Zukunft mit deiner Familie, beziehungsweise wir wünschen dir alles Gute und freuen uns auf tolle Gespräche, mal nicht über das Eishockey, sondern um alles andere. Danke, lieber Andi. Über die letzten Jahre ist ein tapferiger Spätzle geworden von mir, nicht nur im Hockey, sondern auch privat. Und es macht immer wieder Spaß, wenn wir nicht über das Hockey reden, sondern auch über andere Dinge. Ich hoffe, dass noch einige Gespräche folgen und wir noch einige schöne Momente haben. Danke dir. Servus Christian, alter Weggefährte. Ich habe mitbekommen, dass du deinen Schlittschuh jetzt auch am Nagel hängst. Wir kennen uns ja doch schon jetzt seit über 20 Jahren. Angefangen damals in Füssen im Nachwuchs und haben wir zusammen die Meisterschaft geholt. Unsere Wege haben sich dann wieder in Sonthofen gekreuzt, wo wir dann noch zweimal ein bayerischer Meister geworden sind. Ich finde, du hast eine super coole, tolle Karriere hinter dir. Da kannst du wirklich richtig stolz drauf sein und ich bin froh, dich bei mir im Team auch mal gehabt zu haben, nicht nur als Gegner. Wir hatten viel Spaß und viele Erfolge. Und wie gesagt, hau rein. Bis bald mal wieder, hoffentlich auf dem Eis, auf ein gemütliches Hühnchen. Und halt die Ohren steif und mach's gut. Ciao. Merci Slater. Ja, wir hatten echt eine super Zeit, nicht nur hier im Nachwuchs, sondern auch in der ersten in Sonthofen. Wir hatten wirklich super Erfolge und es hat auch immer Spaß gemacht mit dir, du alte Kampfsau.
Lieber Schatz, fast dein ganzes Leben lang drehte sich bisher alles ums Eishockey. Ich habe dich immer bewundert, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Ehrgeiz und mit wie viel Herz du diesen Sport ausgeübt hast. Daher weiß ich auch, dass es dir bestimmt nicht leicht gefallen ist, die Entscheidung zu treffen, jetzt aufzuhören. Wir wollen dir heute nochmal sagen, wie stolz wir auf dich sind und dass wir uns jetzt riesig freuen auf ganz schöne Momente und ganz viel Zeit mit dir. Ja, meine Frau, das ist natürlich das absolute Highlight und auch jetzt nach einem Jahr mit meinem Sohn Levi. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich nicht mehr Eishockey spiele, weil einfach diese Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn einfach nicht aufzuholen ist. Und ich danke euch zwei, vor allem meiner Nadine, dass du mich immer unterstützt hast und eigentlich immer für mich da warst, mir immer den Rücken freigehalten hast, nicht nur mit dem Haushalt, der Ernährung, was weiß ich, alles Mögliche und immer offenes Ohr hattest, in nicht immer schönen Zeiten, aber die meisten schönen Zeiten im Eishockey und ich bin dir abartig dankbar für alles. Ja, zuallererst möchte ich meinen Eltern danken, die mir es ermöglicht haben, dass ich diesen abartigen Sport die lange Zeit lang machen konnte. Es war echt eine Hammerzeit und es hat mich abartig geprägt. Wie ich auch gesagt habe, schon meine Frau hat mich immer unterstützt, danke auch mal hierfür. Und allen Mitspielern, allen Trainern, allen ehrenamtlichen Helfern, Betreuern, Vorständen, Sponsoren, allen Fans, die immer da waren und uns immer unterstützt haben und wie gesagt, jetzt hier alles das Große ermöglicht haben, das ist echt selbstverständlich und Hut ab vor euch allen und es ist mir nicht gleich gefallen, wie gesagt, aber ich freue mich jetzt auf ein neues, ich freue mich jetzt einfach auf eine neue Zeit, mit meinen Liebsten und auch meine anderen Hobbys nachzugehen und wir sehen uns hoffentlich wieder im Stadion. Danke auch mal euch allen. Es war mir eine Ehre für euch zu spielen. Vielen Dank fürs Sehen. Ciao.